Präsidentin, meine Damen und Herren! Das neue Coronavirus Covid-19 macht Angst in der Bevölkerung. Und diese Angst in der Bevölkerung ist nicht Angst vor Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder gar Fieber, sondern es ist Angst vor dem Tod. Diese Angst ist durch Nichtwissen verursacht. Diese Angst ist durch fehlende Daten verursacht. Dieses Nichtwissen muss beseitigt werden. Das ist sowohl eine nationale wie auch eine internationale Aufgabe. Und an dieser Aufgabe droht die Regierung auch hier zu scheitern. Wir tun nicht genug. Da bin ich anderer Meinung wie unser Bundesminister bezüglich der Aufklärung. Ich kriege Meldungen, die überaus peinlich sind, von xenophoben Auswüchsen gegenüber Menschen mit asiatischer Herkunft in Deutschland. Und da müssen wir etwas machen. Und in dem Punkt stimme ich dem Minister durchaus ein. Informationen, Ausbildung, Wissen, Gesundheitskompetenz sind notwendig. Denn in Zukunft möchte ich mich nicht mehr fremdschämen für Menschen in Deutschland, die Fremdenfeindlichkeit aufgrund des Aussehens eines Menschen haben. Es wird viel gelobt heute, aber wir sind auch nicht gut in Deutschland aufgestellt bezüglich einer Pandemie-Prophylaxe oder Ausbruch. Vier Punkte möchte ich gerne hier aufzählen. Erstens. Es fehlt die Kompetenz der Infektionsmedizin flächendeckend in Deutschland. Der Facharzt für Infektiologie gibt es nicht flächendeckend. Das ist ein anderer Punkt mit Professor Drosten aus der Charité, ein international anerkannter Virologe, der die Diagnostik hier in Deutschland vorangebracht hat und international auch anerkannt ist. Deshalb ein Appell hier und jetzt, und das geht an die Bundes- und Landesärztekammern, setzen Sie sich endlich für den Facharzt für Infektiologie in Deutschland ein, um eine bessere Versorgung für unsere kranken Menschen zu erreichen. Zweiter Punkt. Wir brauchen eine Strukturreform der Krankenhäuser. Denn nicht jedes Krankenhaus ist aufgestellt, Infektionskrankheiten auch zu behandeln. Auch die klinische Forschung, da sind wir einer Meinung mit der Bundesregierung, muss gestärkt werden. Denn nur durch Forschung können wir die neuen Herausforderungen in der Medizin auch begegnen. Viertens. Wir sind in der internationalen Zusammenarbeit der globalen Gesundheit nicht gut aufgestellt. Um die Gefahren der eigenen Bevölkerung besser abzuschätzen, brauchen wir Daten. Und diese Daten sind nicht ausreichend, nur zu wissen, wie viele infiziert sind, wie hoch das Risiko oder wie viele verstorben sind. Wir verstehen noch nicht, wie die Risiken aussehen. Daten, die die chinesische Regierung der Staatengemeinschaft weiterhin vorbehält oder mit Salamitaktik nur scheibenweise uns zur Verfügung stellt. Dreist ist auch erst vor kurzem, vor zwei Tagen oder so, dass die international anerkannte Falldefinition zur Coronavirus von der WHO umgestellt wurde, damit ihre Zahlen in den nächsten Tagen besser werden. Und dabei irritiert es mich bei allem Lob, dass der Generaldirektor Dr. Tedros der WHO die chinesische Regierung gleichzeitig lobt für ihr Verhalten. Diese Verhalten würde ich sehr stark auch verurteilen. Denn unsere Forderung ist klar. China muss sich an internationalen Regeln halten. Denn wer globale Sicherheit fordert, muss gleichzeitig maximale Transparenz bieten. Und das gilt für jedes Land. Und ich sage auch jedes Land und jede Insel übrigens, unabhängig von seinen politischen Vorstellungen. Ohne Gesundheit haben wir keinen Wohlstand. Ohne Wohlstand auch keine Gesundheit. In der globalisierten Welt müssen wir begreifen, dass Gesundheit auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Denn Pandemien gefährden Leben und die wirtschaftliche Stabilität. Die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland sind noch nicht zu übersehen, doch bereits jetzt treibt uns die Sorge des Zusammenbrechens von Lieferketten aus China für deutsche Firmen. Gerade heute Morgen habe ich mit einer Firma gesprochen, die Chips aus, also Computerchips aus China erhalten und Sorge haben, dass in den nächsten Wochen diese Chips ausgehen, weil die Produktion in China erstmal eingestellt wurde. Auch die Herstellung von Arzneistoffen, das ist, hat angeklungen, in der stark betroffenen Provinz von Hubei stehen still. Und davon unmittelbar betroffen sind wir hier in Deutschland mit Medikamenten. Und da werden sich die Lieferengpässe weiter verschlimmern. Die große Sorge auch der Wirtschaft ist, dass Absatzmärkte ebenfalls einbrechen könnten. Und die Bundesregierung bietet bis dato keine Lösung für diese Herausforderung. Denn wir müssen begreifen, wenn China hustet, meine Damen und Herren, liegt die Weltwirtschaft im Krankenhaus. Letztendlich brauchen wir derzeit angepasste Strategie zur globalen Gesundheit. Infektionen
kennen keine Staatsangehörigkeit. In der globalisierten Welt ist es naiv zu glauben, dass Gesundheit und Wohlbefinden sich innerhalb der eigenen Grenzen gewährleisten lässt. Krankheiten kennen keine Grenzen. Und nur die weltweite Zusammenarbeit können wir drängende Gesundheitsprobleme lösen und eine mögliche Katastrophe verhindern. Deshalb wollen wir Freie Demokraten das Thema globale Gesundheit als Querschnittsthema in allen Ministerien integrieren und strategische Koordinationsstelle im Kanzleramt einrichten, um Schwächen der Koordination und Kohärenz in der deutschen globalen Gesundheitspolitik zu überwinden. Kommen Sie bitte zum Schluss. Dazu gehören drei Forderungen, und die werde ich nachliefern in einem Tweet oder so. Vielen Dank, Dr. Ullmann. Und da darf ich ein Abschlusswort sagen. Die Lehren aus dieser Infektion sollte sein, dass über Krankheiten hinaus sollen wir auch schauen und herausfinden, dass Gesundheitsversorgung allgemein in Zukunft verbessern können. Und wir müssen uns auch für die Pandemie gerüstet sein, denn globale Gesundheit lässt sich nur gemeinsam lösen. Herzlichen Dank und bitte mein Kollege. Vielen Dank.